bekommt Holzminden wieder ein kleines Krankenhaus. Das und alle weiteren Highlights der Woche erfahrt ihr jetzt bei WSR News. Herzlich willkommen, ich bin Michael Ziergieber. Nach der Schließung des Agaplesion-Krankenhauses in Holzminden hat die RGZ Holzminden GmbH einen Antrag auf ein regionales Gesundheitszentrum gestellt, das 18 internistische und 2 chirurgische Betten umfassen soll. Der Krankenhausplanungsausschuss wird im November über den Antrag entscheiden und bei Zustimmung könnte das Gesundheitszentrum bereits im April 2025 eröffnet werden. Diese Einrichtung würde auch eine Anbindung an die zentrale Bereitschaftspraxis am Forsterweg ermöglichen. Das Sozialministerium unterstützt den Antrag und hat Fördermittel in Aussicht gestellt. Intensive Gespräche zwischen der RGZ und dem MVZ führten zu einem abgestimmten Konzept. Eine Familie aus Uslar kämpft um ihre Tochter Kira, die an einer seltenen Erbkrankheit FHL5 leidet und dringend eine Stammzelltransplantation benötigt. Diese lebensrettende Behandlung findet im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf statt. Um die Kosten für den mehrmonatigen Aufenthalt in Hamburg zu decken, wurde ein Spendenaufruf auf GoFundMe gestartet. Dank der großartigen Unterstützung sind bereits über 8.000 Euro von 9.000 Euro gesammelt worden. Am 10. September erhielt Kira nach einer Chemotherapie die benötigten Stammzellen. Die Familie ist überwältigt von der Hilfsbereitschaft und hofft auf positive Nachrichten. Den Link zum Spendenaufruf findet ihr in der Videobeschreibung. Lüchtringen verwandelte sich am vergangenen Wochenende in ein Oktoberfest-Mekka, als die Blaskapelle Lüchtringen von 1958 e.V. ihr Fest feierte. Im 1000 Quadratmeter großen Festzelt kamen über 2000 Besucher in traditioneller Tracht zusammen. Am Samstagabend eröffnete die Blaskapelle das Fest mit Blasmusik und spielte als Höhepunkt die berühmte Brikett-Polka. Danach sorgte die Partyband Party Mafia für gute Stimmung bis tief in die Nacht. Der Sonntag begann mit einem Frühschoppen, gefolgt von der niederländischen Band Stolz ohne Holz, die das Publikum begeisterte. Die Kombination aus traditioneller Musik und einem breiten kulinarischen Angebot machte das Fest zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Generationen. Die Weserbrücke in Höxter steht erneut im Fokus der Öffentlichkeit. Nach einer umfangreichen Sanierung, die 2016 aufgrund von Rissen und abnormalen Schwingverhalten erforderlich wurde, haben Anwohner neue Risse an den Querträgern entdeckt. Diese Risse treten an den Enden der Stahlseile auf und wurden der Landesbehörde Straßen NRW gemeldet. Diese prüft aktuell verschiedene Lösungskonzepte. Trotz der neuen Risse betont die Behörde, dass keine Gefahr für die Tragfähigkeit der Brücke besteht. Eine endgültige Instandsetzung soll nach der Prüfung eines umfassenden Sanierungskonzepts erfolgen. Das war's wieder mit den Nachrichten der Woche. Nächste Woche wird es leider keine Ausgabe der WSR News oder des WSR Wochenendes geben. Unsere Tipps für dieses Wochenende könnt ihr aber wie gewohnt hier finden und alle weiteren Videos von uns hier. Und wenn ihr schon dabei seid, würden wir uns über ein Abo oder über ein Follow auf unserer Instagram- oder Facebook-Seite freuen. Ich verabschiede mich, bis dahin, ciao.